Wir stehen hier an der Stelle der ehemaligen Augsburger Kartonfabrik, die prägend war für die Augsburger Wirtschafts- und Textilgeschichte. Dieses Unternehmen gehörte den Familien Kahn und Arnold, eine jüdische Unternehmerfamilie, die sich auch in der Stadt Augsburg gesellschaftlich engagiert hat und im politischen Leben aktiv war. Dieses Unternehmen wurde in den 30er Jahren unter den Nationalsozialisten arisiert und die Familie wurde enteignet. An dieser Stelle wollen wir an das Unternehmerschicksal erinnern, das weitestgehend in Vergessenheit geraten ist, trotzdem aber uns auch eine Warnung sein sollte, dass Entrechtung und Ausgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen nicht unser gesellschaftliches Leben bestimmen darf.